Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am 7.01.2022 zur später Stunde. Bei mir ist es schon kurz vor 11:30. Aber ich wollte heute an den Feiertag, ich glaube, der ist überall, dabei ist er eigentlich nur in 2 oder 3 Bundesländern, also bei uns in Bayern hatten wir Feiertag, wollte ich mal kurzerhand ein Kästchen aufstellen, was ich mir gekauft habe. Tja, so kurzerhand war das nicht. Ich mache das jetzt seit 7 und jetzt steht es zumindest schon mal da. Und für alle die, die jetzt sagen, hätte der Mann helfen können, er hat sich angeboten, aber erst für morgen und ich bin mein eigener Kopf und wenn ich das jetzt will, will ich das jetzt und dann mache ich das halt alleine. Ohne Streit und ohne alles, alles gut. Und er war auch 2-mal bei mir, weil ich irgendwann mal nicht mehr weiterkam und hat mir geholfen. Ging aber dann immer wieder gestingert, wie man in Bayern sagt, weil ich ihn nicht weiterarbeiten hat lassen. Ich wollte das alleine machen. Es tut meinen Händen gut, ist eine Bewegung mit Kraft, das kann bloß helfen. So, jetzt kommen wir aber zum Freitag. Okay, ich sehe jetzt diesen Hund, überhaupt war das ein Schäferhund, auch das letzte Mal, jetzt aber im Großbild. Also ein deutscher Schäferhund wird hier irgendwie betont, der irgendwie lächelt. Und Schäferhunde lächeln immer, wenn sie dich anhecheln. Der hat die Zunge so heraus. Ich bin mit einem Schäferhund groß geworden, darum weiß ich das. Und ja, hechelt, Zunge heraus und schaut mich an. Und nur dieser Schäferhund. Aber Hintergrund ist hell und scheint die Sonne zu scheinen, aber das sehe ich nicht so viele. Okay, ein Schäferhund. Jetzt wollen wir mal gucken. Wir haben einen Neuanfang und Glück im Kollektiv und im Reichtum. Das heißt, der Satz, wir werden immer mehr, wird hier dargestellt. Wo ist mein Zauberstab hier? Hallo, da liegt am Land. Wir werden immer mehr, ist hier dargestellt, weil das Kollektiv ist reich, also ganz viele. Und hier ist ein Neuanfang, was dann ins Glück führt. Das ist schon mal sehr schön. Den Neuanfang sieht man schon im Leben und das Kollektiv ist aufgeregt, logisch, verstehe ich. Es kommt mehr Glück und bald der Reichtum im Glück. Also wir sind momentan gesegnet oder im Glück, im Positiven. Tja, ich sehe das jetzt zwar noch nicht so, aber es muss ja nichts bedeuten. Hier haben wir einen Partner, hier haben wir vorbei. Und hier ist ein Objekt und hoppala, hier haben wir die Tochter. Also hier ist Frauenpower, hier ist Männerpower. Irgendetwas ist vorbei und das mag ich jetzt gleich mal schauen. Ja, ich schätze mal, durch eine Bewegung ist etwas vorbei mit diesem Objekt. Also ich glaube, dass das eher etwas, was jetzt beginnt. Dass jung wie alt, Mann wie Frau, hier einen Neuanfang haben im Glück, weil es immer mehr wird, weil wir immer mehr werden und das wird sichtbar im Leben und dann ist eben dieses Objekt auch vorbei. Was auch immer dieses Objekt für jeden Einzelnen bedeuten mag, also wir erlangen über dieses Objekt ein Wissen und dann ist es dann mit Sicherheit vorbei. Also im Kleinen, deine Tochter, dein Sohn, hat hier sehr viel Glück und einen Neuanfang mit Hilfe von vom Kollektiv, also wirst du selber wissen. Dein Partner verkauft sein Motorrad, verkauft sein Auto oder, ist aber sehr glücklich drüber. Oder das Hausbauen ist vorbei, weil es jetzt fertig ist. Oder. Das werdet ihr selber wissen, was hier vorbei ist. Im Großen und Ganzen ist endlich hier etwas vorbei, was uns wirklich hier ins Glück und in den Reichtum, wie auch immer er getaktet ist, anzeigt. Und wie immer ist Energien. Im Kleinen wird es mit Sicherheit sehr schnell sichtbar, im Großen. Und wenn wir hier das große Glück und das große sehen, dann wird sich das wahrscheinlich noch ziehen. Aber die Energien lösen das jetzt aus, was für Stück sichtbarer wird im Leben. Also es ist Stück für Stück mehr sichtbar.
Ich sage damit nicht, dass morgen alles vorbei ist. Das glaube ich nicht. Aber es ist so, als wären wir auf dem Punkt von No Return vorbei. Also, dass es jetzt nicht mehr zurückgehen kann. Scheint so zu sein, weil hier ist eben das Kollektiv hat einen Neuanfang mit Reichtum und Glück. Und das wird immer mehr sichtbar im Leben. Aufregung haben wir natürlich von Jung und Alt, von Mann und Frau, also von allen Berufsgruppen, wollte ich sagen, von allen Menschengruppen. Und was auch das Ganze noch überspannt, ist eben eine weibliche Naivität, die aber hier sehr schön ist, weil sie an das Gute glaubt, weil sie auch hinter den Dingen und hinter den, was auch immer es passiert, gucken kann. Und der Mann ist ja der, der vorangeht, aber das ist in dem Fall jetzt der erwachsene Mann, der schon auch mit Köpfchen geht. Überspannt von einer liebenswerten Naivität, die das Ganze eigentlich positiv beeinflusst. Also ich weiß, ich habe jetzt in irgendeiner Gesprächsrunde gehört, wo einer gesagt hat, diese Spaziergänge heute sind wie wir damals vor einem Jahr im August, wo die erste Demo in Berlin war, die so ganz groß war. Da haben wir uns auch gefreut und da war alles Singsang und Liebe. Und so sind die Spaziergänge jetzt. Aber genau das ist dieses Gefühl und das hilft weiter, auch wenn es manche Leute nicht sehen. Aber dieses Gefühl schließt zusammen, dieses Gefühl gibt positive Stimmung und in einem positiven Spaziergang kann gar nicht viel passieren. Es geht gar nicht, also weil die Energien nicht da sind. Das, glaube ich, will uns das damit sagen. Das ist gut. Es ist ein sehr positiver Freitag, wo wir zusammenhalten, wo wir auf irgendeine Art und Weise einen Neuanfang haben, im Kleinen, der auch sichtbar wird. Jetzt wird sichtbar, dass ich neu anfangen kann, was uns Glück bringt. Also sehr positiver Freitag, was sich dann aufs Kollektiv auswirkt und vor allem auf uns alle immer mehr und mehr und mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Freitag und wir sehen uns morgen. Habe die Ehre.